Spannung steigt nur noch wenige Tage bis zu den US-Wahlen und dann wissen wir, wer das Rennen in der Präsidentschaft gemacht hat. Darum schauen wir heute bei Anlegen mit Weitblick auf die Wachstumseffekte in der Wirtschaft nach den Jahren der Wahl und ob es Unterschiede gegeben hat bei einem demokratischen oder bei einem republikanischen Präsident. Die Einschätzungen dazu von unserem Chief Investment Officer Philipp Merkt. Philipp, bevor wir auf Amerika schauen, hat es Änderungen in der Positionierung von unseren Vermögensverwaltungsmandaten gegeben? Ja, wir sind auch diesen Monat im Anlageausschuss zusammengekommen, haben diverse Anträge diskutiert, sind aber zum Schluss gekommen, dass wir keine Änderungen in der Taktik vornehmen. Also das heisst, wir finden, wir sind immer noch gut positioniert, so wie wir sind. Wir sind bei den Aktien insgesamt zwar neutral positioniert, aber wenn man innerhalb der Aktien schaut, dann sind wir etwas vorsichtiger positioniert als zu das Ungewicht in den USA. Dafür ein Übergewicht Schweiz und in Substanzwerten. Du hast gesagt, die Taktik. Es gibt ja die taktische Asset Allocation und die strategische Asset Allocation. Kannst du da vielleicht kurz den Unterschied erklären? Ja, Asset Allokation allgemein, das ist eigentlich die Aufteilung, in welchen Anlageklassen wie Aktien, Obligationen und so weiter man drinnen ist und auch nachher innerhalb von dieser Anlageklasse, zum Beispiel Länder und Währungen, wie die Aufteilung ist. Die Strategie, das ist die langfristige Ausrichtung. Hier zum Beispiel auf unserer Grafik ist das immer die Mitte, also unsere neutrale Ausrichtung. Bei Aktien haben wir zum Beispiel 50% im Mandat Schweiz und ausgewogen. Taktik hingegen ist nachher das, was wir kurzfristig ändern, wenn wir neu eine Gelegenheit, eine Opportunität sehen, für etwas mehr Ertrag zu machen, dann gibt es die taktische Abweichung. Und das sind dann nachher die Über- und Untergewichte, die wir davon reden. Mhm. Und ihr überprüft jährlich die strategische Asset Allocation. Das Mal hat ihr irgendetwas geändert? Ja, das Mal haben wir. Wir machen das nicht jedes Mal. Also wir überprüfen es jedes Jahr, ob die nicht jedes Jahr etwas ändern. Das Mal haben wir die Länderaufteilung innerhalb der Aktien leicht den Marktgegebenheiten angepasst. Am 5. November finden sie statt, die Wahlen der Vereinigten Staaten. In der letzten Ausgabe von Anlegen mit Weitblick hast du erwähnt, dass an Börse langfristig betrachtet weder unter einem demokratischen noch einem republikanischen Präsident grosse, signifikante Performance-Änderungen hat gegeben. Wie sieht es aber innerhalb der Amtszeiten aus? Ja, wenn wir jetzt nicht auf die Börse schauen, sondern auf Wirtschaftswachstum und Inflation, wenn man es über das Ganze betrachtet, ist tatsächlich unter den Demokraten ein leicht höheres Wirtschaftswachstum hat stattgefunden. Dafür sind die Republikaner eigentlich besser in der Inflationsbekämpfung. Beides ist nur eine leichte Ausprägung. Aber was nicht nur leicht ist, sondern wirklich signifikant, das sieht man jetzt auf dieser Grafik, die ich hier mitgebracht habe. Im zweiten Jahr nach den Wahlen hat tatsächlich bei den Demokraten tatsächlich ein viel grösseres Wirtschaftswachstum stattgefunden. Und warum ist das so? Ja, wenn man natürlich das Parteiprogramm anschaut, ein bisschen klischeehaft, was sie machen. Demokraten, die ändern ein bisschen den Staat fördern, mehr Staatsausgaben machen. Und durch das wird natürlich auch die Wirtschaft angekurbelt. Und genau das Effekt sieht man dort. Auf der anderen Seite die Republikaner die Inflation bekämpfen. Und das ist sogar gut, wenn die Wirtschaft nicht so gut läuft, dass sie nicht überbordet. Dann kommt eben die Inflation oben runter. Das ist auf der anderen Seite der Effekt, den man hier sieht. Und was aber beide gemeinsam haben, das ist so nach dem vierten Jahr, dann läuft die Wirtschaft immer relativ gut und die Inflation tief. Also man ist tiptop vorbereitet auf eine Wiederwahl, dass man möglichst die gleiche Partei wieder gewählt wird. Weil das tut man dann natürlich der Partei zuschreiben oder dem Präsidenten, der gerade an der Macht war. Dann werfen wir noch einen Blick auf das Gold. Das jagt aktuell im Preis von Allzeithoch zu Allzeithoch. Und dazu hat der Walter aus dem Berner Oberland noch eine Frage. Er möchte gerne wissen, ob es sich aktuell lohnt, vermehrt in Gold zu investieren. Ja, auch hier habe ich eine Grafik mitgebracht. Seit Anfang Jahr, wie man hier drauf sieht, das Gold, die gelbe Linie, die hat tatsächlich eine tolle Performance hergelegt. Fast 35% im Wert gestiegen und auch mehr
als die Aktie. Jetzt müssen wir aber vielleicht auch mal eine längere Betrachtung machen. Das ist auf der zweiten Grafik, wenn man das wirklich über eine lange Zeitperiode anschaut. Hier haben wir 50 Jahre genommen. Dann ist Gold nicht besser gewesen als Obligationen. Und ein gutes, diversifiziertes Aktienportfolio hat das Gold bei weitem geschlagen. Gold ist vor allem eine Absicherung. Oder? Darum ist es dieses Jahr so stark gestiegen. Mit den Unsicherheiten auf der Welt, die zugenommen haben. Als Diversifikation in dem Portfolio. Und da gilt halt auch hier nicht alle Pferdchen oder nicht alles auf ein Pferdchen setzen, sondern mehrere. Und das ist das, was wir empfehlen. Mhm. Merci, Philipp, für deine Einschätzungen. Habt auch dir eine Frage zum Marktgeschehen? Dann stellen die an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Und dann bis zum nächsten Mal bei Anlegen mit Weitblick.